Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Seelen. Okay. So, hä? So was geht. Ach so, genau, dieses Heckgeschichten-Dings da. Die Datei aus der Cloud retten und so weiter alles. Da fragte Lucy, so was geht. Ja, da der Thomas ja tot aufgefunden worden ist und die Daten aus dem Computer alle gelöscht worden sind. Aber nicht für Shadow. Ja, Shadow kann alles. Okay. Shadow, bist ein Genie. Streng dich bitte an. Damit können wir Crow drankriegen. Mach mir ruhig noch mehr Druck. Jeder noch so kleine Fehler könnte die Datei endgültig löschen. Genau, dann weißt du ja, was ich meine. Muss mich jetzt erstmal konzentrieren. Drück bitte die Daumen. Ja, mache ich. Wir glauben an dich. Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Mein Gott, der arme Thomas. Das ist so schlimm, das Ganze. Aber es ist auch absolut merkwürdig. Wir finden diesen Klavitter, der Hinweis auf Dr. Crows Identität. Doch Crow tötet ihn, bevor er uns etwas sagen kann. Und jetzt Thomas. Auch hier war Crow uns wieder weit voraus. Worauf willst du hinaus, Tim? Ich bin mal gespannt, ob ich da... Es gibt nur zwei Sachen, die Verbindung haben mit Klavitter und Thomas. Oder vielmehr eine Sache. Ich weiß nicht. Es wird suspekter. Ich denke an Zoe. Denkt ihr auch an Zoe? Tja, wir können wohl nur hoffen, dass es Shadow gelingt, die Datei zu retten. Wahrscheinlich ist Shadow wahrscheinlich die nächste, die draufgegangen ist. Da ist was im Busch. Ich konnte die Datei zwar wiederherstellen, aber sie war bereits zu beschädigt. Viel versteht man leider nicht. Nachdem der Goldschmied gestorben war, kam der Verdacht. Wir wissen ja schon, dass er eine Frau ist. Also warum ist der Ursprungsgruppe nur, wo sie dem der Goldschmied gestorben war, kam eine Schwester. Ich fand es glaubhaft. So lange nur lesen und nicht so. Lucy's Bar konnte ich durch einige Suchen finden. Und das deckt sich also auch zu 100% mit Jonas Geschichte. Stellte sich aber als schwierig heraus. Ich konnte nicht. Ich bin jetzt im Hafen. Machen. Du kannst mir vielleicht unter dem Tisch ein paar Infos geben. Kannst du dich ja barrieren? Also, ich verstehe ja gar nichts. Warum erwähnt er am Ende Annas Geschichte? Wolf kann auch so etwas, ne? Kann denn Wolf nicht irgendwie ein Schild darauf machen, drüber machen? Ist mir auch aufgefallen. Womöglich hat ihn irgendwas in ihrer Story gestört. Leute, hänge noch im Stau fest. Geht nur Stop and Go vorwärts. Schrecklich die Sache mit Thomas. Aktuell ist wirklich niemand mehr sicher. Wir müssen also verdammt vorsichtig sein. Alter, jetzt nicht. Aber top Arbeit, Shadow. Mehr hätte ich aus der Datei nicht rausholen können. Doch, du kriegst doch immer so Filter rüber. Das hast du bei den Zeilen auch gemacht. Dann hilft uns das nicht weiter. Satz mit X. Hey, wartet mal, ich habe eine gute Idee. Shadow und ich haben uns das Video nochmal angeschaut. Thomas erwähnt zweimal Lucy. Ja, die Bar von Lucy auch, ne? Einmal am Anfang und dann noch mit ihrer Bar.
Seltsam, oder? Als hätte er Lucy daher durchleuchtet. Näher durchleuchtet. Das ist doch völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ihr habt recht. Was wollt ihr damit andeuten? Nein, Lucy war es nicht. Gar nichts. Aber du musst es zugeben, dass es eigenartig ist. Überleg doch mal. Chad ist offline, was? Clara ist offline, was? Was ist denn jetzt los? Nanu, alles okay bei euch? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Warte mal. Sven, das haben wir mal mit Lucy so geschrieben. Lucy? Könnte sie Shadow sein? Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Chad ist nun online. Clara ist nun online. Wolf, ganz seltsam. Bei dir daheim ist gerade Strom ausgefallen. Kein Grund zur Panik, das passiert öfters. In spätestens 30 Sekunden sollte mein Notfallgenerator anspringen. Das liegt daran, weil meine ganzen Hack-Utensilien und meine ganzen PCs so viel Strom fressen, dafür bräuchte ich einen eigenen Atomreaktor. Du bist auch auf alles vorbereitet. Wofür brauchst du einen Notfallgenerator? Stromrechnung nicht bezahlt? Aha! Witziger Komiker, du Spasti, ey. Wolf, dein Generator scheint nicht zu gehen. Hier ist immer noch alles tot. Die Nachbarn haben aber Strom. Unmöglich. Ich prüfe ihn jeden Tag. Das letzte Mal heute Morgen. Ihr kriegt gleich Besuch. Hört zu, da muss etwas faul sein. Ihr müsst sofort aus der Wohnung raus. Mach mir keine Angst. Shit. Wo sollen wir denn hin? Ist das nicht überstürzt? In Claras Wohnung in Claras Wohnung seid ihr in Sicherheit. Am besten zu dem Hause, Shadow. Oder Hotel. Okay. Wenn du meinst. Nein, wartet. Wenn einer von Crews Leuten für den Stromausfall gesorgt hat, seid ihr dort auch nicht sicher. Shadow, ich habe dir vorhin Strassers Kontakt gegeben. Ruf ihn an, er soll euch in Sicherheit bringen. Als ob er schnell genug da ist. Wir verschwinden aus der Wohnung und kontaktieren ihn dann. Beeilt euch, passt auf euch auf. Nein, das tun wir nicht, wir wollen unbedingt sterben. Tomji, der Stau scheint sich zu lösen. Ich tauche jetzt erstmal in meine Firma unter. Melde dich, wenn etwas ist. Ja, dann melde dich mal, ne? Ja. Ja, ganz genau. Ja. Hey, Shadow! Wie schaut's aus? Was macht die Datei? Wir haben die Datei, aber sie ist leider beschädigt. Wie ihr seht, versteht man nicht viel. Wäre auch so schön gewesen,
Fehlanzeige. Man hört es trotzdem ganz deutlich heraus. Thomas hatte etwas entdeckt. Irgendetwas, das ihm aufgefallen ist. Ja, Bernd. Und wenn Thomas das rausfinden konnte, können wir es auch. Und dann sterben wir alle. Hi. Die nächste Heilung. Sind Sie alle in Sicherheit? Das kann er uns jetzt auch noch nicht antun. Das geht nicht. Was ist passiert? Crow hat uns in der Heilungsgruppe angerufen. So wie es aussieht, beginnt die nächste Heilung. Bisher hatten Roxy, Hughes und Anna keine Heilung. Geht in eine Menschenmenge. Hier ist keine Seele weit und breit, aber Tim ist bei mir. Das ist schon schön. Hätte dem aber der Uni her ist. Du kannst manchmal so ein Arschloch sein. Ich versuche immer noch rauszufinden, wer Dr. Strange sein könnte. Du kannst mal. OMG, Leute! Was ist los, Roxy? Hier ist jemand. Ich sehe sie durchs Fenster. Ach du Scheiße! FBI, open that door! Warte mal, Roxy, wärst du ein Kandidat für Dr. Crew? Was wäre, wenn... Ich habe das Gefühl, hier versucht mir einer was anzudrehen. Oh Gott, sie brechen die Tür auf. Du musst dich bewaffnen. Versteck dich irgendwo. Weiß ich nicht. Okay, ich, fuck. Warte mal, das ist geil. Das sind wir, jetzt gibt es ganz viele Screenshots. Ich habe ein super scharfes Küchenmesser. Nun wagt euch ja nicht hier reinzukommen oder ich schlitze euch auf wie ein Fisch. Ich habe solche Angst, aber trotzdem. Die Tür hält nicht mehr lange stand. Piekst aber die Scheibe durch. Oh Gott. Verdammt. Das ist gar nicht gut. Nee, das ist wirklich nicht gut. Roxy und ich haben gestern Adresse getauscht. Für den Notfall. Für den Notfall, na klar. Ich fahre sofort zu ihr. Na, 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 na. Das ist viel zu gefährlich, Julius. Du könntest hops genommen werden von Dr. Crow. Bestimmt ist Roxy Dr. Crow.
Ich habe mich festgemacht. Roxy ist Dr. Crow. Kann ich mich nochmal entscheiden? Roxy ist Dr. Crow. Ich lasse Roxy jetzt nicht im Stich, Digga. Das ist alles so viel gerade. Tomji! Wolf! Tomji Wolf! Strasser und Victoria konnten uns kurzfristig in einer Art Safehouse unterbringen. Safehouse, das hört sich interessant an. Claire und ich sind auf dem Weg dorthin. Ja, sitzen schon im Taxi. Habt ihr kein Auto? In einem Taxi? Ist das nicht etwa ein bisschen unsicher? Hoffentlich findet Crow nicht den Standort heraus. Gott sei Dank, dort seid ihr sicher. Wo genau befindet sich dieses euer Versteck? Ist ja scheißegal, das wäre denn kein Safehouse, wenn man genau wissen würde, wo das wäre. Aber ein Taxi, alter Digger, ehrlich? Lieb, dass du dir Sorgen machst. Ja, nee, ist klar. Taxi, warum nicht trampen, ne? Geht ja auch. Trampen könnt ihr auch. Ist genauso sicher. Das musst du nicht, Tomji. Der Taxifahrer kennt nicht die genaue Adresse. Wir steigen einige hundert Meter davon entfernt aus. Außerdem macht Strasser alles inoffiziell. Es wird nirgends vermerkt sein, dass wir dort untergetaucht sind. Sind jetzt gleich da. Melden uns nachher wieder. Seid weiter und vorsichtig. Over and out. Seid weiter und vorsichtig. Das ist nicht besser. Over and out. Machen wir auch, glaube ich, für heute, ne? Over and out. Over and out machen wir für heute. Huch, kuriose Wellen ohne Ex-Hurricane Martin. Okay, meinetwegen. So, ich bin nun bei meiner Fischer-Fritzen. Was? Firma. Alles klar, Leute. Wir machen auch Over and Out. Ne? Das war's wieder für heute. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also Tösli Mösli, ne? Und Ciao Kakao. Ja. Tschüss, ne?